Hört her, der Kaiser von Hindustan und die Mutter des Zeitalters sind im Hof. Ich sagte es ja. Salim, schwöre bei Gott, dass du nicht böse zu ihnen sein wirst. Seid gegrüßt, Majestät, Mutter des Zeitalters. Sei gegrüßt. Salim, wir möchten mit dir über Farhan sprechen. Seine Majestät hat ihn nicht getötet, nicht wahr? Ich wusste, dass ihr mir das sagen würdet. Und es ist ja auch wahr. Du musst mir glauben, dass dein Vater Farhan nicht umgebracht hat. Im Gegenteil, er wollte, dass Bela und Farhan heiraten. Deine Mutter hat recht, Sheku Baba. Ich habe Farhan nicht getötet. Es war Belas Vater, der Farhan umgebracht hat. Unglaublich! Was für eine schöne Geschichte! Ich glaube, was ihr sagt, dass ihr mit Farhans Tod überhaupt nichts zu tun hattet. Seid ihr zufrieden? Besser, wenn wir über diese Angelegenheit nicht mehr sprechen. Und zwar nie wieder. So redest du also mit deinem Vater. Ich habe versucht, mit dir zu sprechen, aber du warst ja nicht im geringsten bereit, mir zuzuhören. Glaub von mir aus, was du willst. Es ist mir völlig egal. Nicht mal Gott kann einen Menschen überzeugen, der die Dinge einfach nicht verstehen will. Du bist so voller Hass und Wut, Sheku, dass du der Wahrheit nicht ins Angesicht sehen willst. Aber ihr seid es doch, der für das alles verantwortlich ist. Ihr habt recht, ich bin so voller Wut, dass ich nicht akzeptieren kann, was ihr sagt. Keine eurer Rechtfertigungen. Weißt du, warum wir hierher gekommen sind und hier deine Unverschämtheit ertragen? Weil deine Mutter es nicht aushält, dass du in diesem Zustand bist. Sie ist verzweifelt und macht sich Sorgen um dich, aber du sagst nur... Majestät! Lasst ihn bitte. Salim ist jetzt wütend und außer sich. Sprechen wir später weiter. Das hat doch keinen Sinn. Er wird es ohnehin niemals verstehen. Lass diesen Jungen erst einmal erwachsen werden. Vielleicht wird er dann endlich einsehen, dass Eltern niemals etwas Schlechtes für ihre Kinder wollen, Königin Chora. Das führt doch alles zu nichts. Wir brechen morgen früh nach Agra auf. Macht euch also fertig. Ja, Majestät. Je mehr ich versuche, sie wieder näher zu bringen, desto mehr scheitere ich. All meine Pläne, Salims Hass zu schüren, verwirklichen sich. Schritt für Schritt nähere ich mich meinem Ziel. Liebe Schwägerin, leider ist es nun schon fast soweit. Wir werden morgen abreisen. Wir hatten alle eine wunderschöne Zeit zusammen. Ich wünsche euch eine sehr gute Reise. Nein, Königin Raikanwa. Ihr seid die Königin von Amber. Umarmt mich doch. Ihr habt uns mit eurer wunderbaren Anwesenheit beehrt, Majestät. Und ich hoffe, es hat euch bei uns an nichts gefehlt. Ganz im Gegenteil, Bhagwandas. Und wir werden euch für eure große Gastfreundschaft immer dankbar sein. Am liebsten würde ich euch gar nicht gehen lassen. Aber ich weiß, ihr müsst jetzt abreisen. Man Bai, wir müssen doch für deine Ankunft alle Vorbereitungen treffen. Schon bald wirst du Amber verlassen und nach Agra kommen als meine Schwiegertochter. Majestät, Prinz Salim ist ja gar nicht hier. Ja, er musste... Er ist dabei, unseren Reiseweg auszuarbeiten.
Bhagwan, ihr kennt ihn ja. Er mag solche Verabschiedungen nicht. Das stimmt. Wir müssen uns jetzt leider verabschieden. Salim, was war gestern? Hast du sie getroffen? Hast du ihr gesagt, dass du sie magst? Dass du nicht Kutub bist, sondern Salim? Wo bist du nur, Kutub? Was ist denn, Anakali? Geht es dir nicht gut? Kutub hat gesagt, er käme nach Belas und Fahans Hochzeit sofort zu mir. Aber ich habe ihn nicht gesehen. Weißt du denn gar nicht, was passiert ist? Was meinst du denn? Ich bin nie diesen Weg gegangen, den Kutub mir verboten hatte. Ich habe gehört, dass Fahan und Bela gestorben sind. Was? Bela und Fahan sind tot? Das darf nicht sein. Kutub war auch dort. Hast du etwas gehört? Nein, ich weiß gar nichts darüber. Und über einen einfachen Soldaten erfährt doch kein Mensch irgendetwas. Großer Gott, mach, dass Kutub nichts geschehen ist. Spreche in meiner Gegenwart nie wieder von dieser Frau. Ich werde sie aus meinen Gedanken verbannen. Ich habe sie niemals in meinem Leben getroffen. Sie bedeutet mir nichts. Liebe gibt es nämlich nicht. Jeder verhandelt doch nur. Jeder betrügt den anderen mit vollkommen eigennützigen Zielen. Diese Frau ist eine Lügnerin. Sie wollte mich täuschen. Ich hasse sie aus ganzem Herzen. Allmächtiger, wenn Liebe in dieser Welt existiert, dann beschütze diesen Mann. Was ist denn, Anakali? Warum kümmert dich das Schicksal eines einfachen Soldaten? Willst du sagen, dass du dich in ihn verliebt hast? Ich weiß nicht. Wenn das Beten für Kutubs Rettung und Sicherheit Liebe ist, dann ja. Dann bin ich verliebt in ihn. Wenn meine große Sorge und mein ständiges Warten auf ihn Liebe ist, dann ja. Dann bin ich verliebt in ihn. Ich bete zum allmächtigen Gott, dass er sicher zurückkehrt. Ich bete zum allmächtigen Gott, dass ich sie nie wiedersehen muss. Was ist denn geschehen? Ich kenne die Wahrheit über sie. Weißt du, wer Anakali ist? Sie ist diejenige, die ich am meisten auf der Welt hasse. Sie ist die Tochter von Silberhaar und von diesem Musiker. Wegen ihr wurde meine Kindheit zerstört und all mein kindliches Glück. Ich bin froh, dass wir jetzt nach Agra gehen. Ich wünsche mir, dass ich sie nie wiedersehen muss. Aber, Salim, du... Kutub, die Karawane zieht bald los. Wir dürfen uns nicht verspäten. Gehen wir. Ich muss herausfinden, wo Kutub ist und ob es ihm gut geht. Ich gehe in das Lager der Mogulen. Anakali! Verzeiht mir, wo sind die mogulischen Soldaten? Sie sind nach Agra abgezogen. Keiner ist mehr hier? Wenn der Kaiser weg ist, warum sollten seine Soldaten dann hier bleiben? Da war ein Soldat mit Namen Kutub. Ist er auch fort? Wir wissen nicht, wie die Soldaten hießen. Alle sind fortgegangen. Kutub ist vorher nicht zu mir gekommen. Allmächtiger, gib mir die Kraft, diese Reise für immer zu vergessen. Ich wünschte, ich hätte dieses Mädchen niemals gesehen.
Allmächtiger, bitte helfe mir, dass ich Kutub finde und einmal mit ihm sprechen kann. Nach seiner Rückkehr zu mir zu kommen. Warum wollte er mich denn nicht sehen? Ich bin sicher, es steckt ein Grund dahinter. Hat seine Majestät ihn festgenommen? Allmächtiger, wenn das so ist, dann wird er ihm vielleicht eine schlimme Strafe auferlegen. Nadira! Nadira! Woran denkst du denn nur? Allmächtiger, das Brot ist verbrannt. Dann ist es eben verbrannt. Das ist nicht schlimm. Sag mir lieber, warum meine geliebte Tochter Tränen in den Augen hat. Ich weine nicht, Mutter. Es ist doch nur der Rauch. Ich bin deine Mutter. Ich kann sehr wohl unterscheiden, ob diese Tränen vom Rauch sind oder ob du wirklich weinst. Sag es mir doch. Ich sehe dich traurig. Was ist denn passiert? Seit du zurückgekommen bist, sehe ich dich so. Mutter, ich will nach Agra gehen. Agra? Aber du hast Agra, nicht wahr? Was willst du in Agra? Ich will dorthin gehen. Weil Kutub dort ist. Anarkali machte sich große Sorgen, was mit Kutub passiert sein könnte. In der Zwischenzeit hatte Jalals Karawane Agra erreicht. Nachdem er in Agra angekommen war, wusste Salim, dass er nicht dort bleiben wollte. Vielleicht hat er dir nur ein falsches Versprechen gegeben und ist einfach so verschwunden. Bestimmt nicht, Mutter. Das ist unmöglich. Er hat es mir doch versprochen. Er kann nicht gehen, ohne mich zu treffen. Mein liebes Kind. Mein unschuldiges Kind. Er hat dir etwas versprochen? Und du hast es geglaubt? Ja, Mutter. In seinen Augen sah ich Freundlichkeit und Ehrlichkeit. Ich vertraue ihm sehr. Er ist nicht wie die anderen Männer. Wenn alles in Ordnung wäre, dann wäre er bestimmt gekommen. Ich habe Angst, dass er gefangen genommen worden ist. Dass seine Majestät ihn in Agra bestrafen wird. Ich möchte ihm helfen, wieder freizukommen, Mutter. Wenn ich nicht weiß, dass es ihm gut geht, dann habe ich keine Ruhe mehr. Bitte, liebe Mutter, bring mich schnell nach Agra. Also gut. Wenn dein Vater nach Hause kommt, werde ich mit ihm sprechen. Es mag sein, dass wir alle nach Agra gehen. Immer gibt es Aufstände im Reich. Schickt Soldaten nach Multan und Bengal, um sie niederzuschlagen. Schon erledigt, Eure Majestät. Sie sind bereits auf dem Weg. Ich habe auch das Fest zur Feier eures Jahrestages vorbereitet.
Es ist, als wäre Königin Shoda erst gestern als meine Braut hierher gekommen. Dabei ist es schon so lang her. Schickt Nachricht an alle meine Feinde und ladet sie zu diesem Fest der Liebe ein. Wenn sie Frieden schließen wollen, werde ich dazu bereit sein. Seid gegrüßt, Eure Majestät. Was ist, Shiku Baba? Wir sind jetzt schon sehr lange hier. Ich möchte wieder hinaus aufs Schlachtfeld ziehen. Ich möchte gerne Rahim auf den Feldzug begleiten. Shiku Baba, du bist nach 7 Jahren zurückgekommen. Ich möchte, dass du einige Zeit hier bleibst. Habt ihr denn keinen Glauben in meine Kriegskunst? Darum geht es nicht, mein Sohn. Ich verstehe einfach nicht, warum du immerzu aus Agra fort willst. Und das immer und immer wieder. Ich weiß ja, dass du die Kriegskunst erlernt hast, Shiku. Aber nun musst du hier bleiben, um Politik zu erlernen. Aber Politik interessiert mich nicht. Es wäre besser, ihr gebt mir die Erlaubnis zu gehen. Ich möchte nicht, dass es heißt, Salim gehorcht seinem Vater nicht und wird angeklagt. Du wirst doch nicht angeklagt. Das letzte Mal habe ich dich als dein Vater gebeten, zurückzukommen. Aber diesmal spreche ich einen Befehl als der Kaiser des Mogulenreiches aus. So lautet mein Befehl, hör mich an. Du ziehst nicht mit Kanekana in die Schlacht. Ich glaube, ich habe mir die Schulter verstaucht, als ich Schwertkampf übte. Egal. Shiku Baba hat mich heute gebeten, wieder in die Schlacht ziehen zu dürfen. Wieder? Und was habt ihr gesagt? Ich habe nichts dazu gesagt, aber ich habe ihm als Kaiser den Befehl erteilt, dass er Agra nicht verlassen darf. Also, ist er jetzt erneut sehr wütend? Was hätte ich tun sollen? Ich hatte keine Wahl. Hätte ich versucht, ihm irgendetwas zu erklären, er hätte mir bestimmt nicht einmal zugehört. Ich wollte das nicht tun, aber ich hatte wirklich keine andere Wahl. Bitte sei vorsichtig, Shoda, das ist sehr heiß. Majestät, das ist überhaupt nicht heiß. Bleibt ganz still liegen und lasst mich gefälligst meine Arbeit tun. Seltsam. Ich herrsche über ein ganzes Reich, aber du bist wirklich die Einzige, die über den Kaiser herrscht. Das ist so. Als Mutter des Zeitalters will ich, dass man meinen Befehlen ohne Widerspruch gehorcht. Melde gehorsamst. Ich werde dir immer folgen, Königin Shoda. Ich mag es sehr, wenn ihr versucht, Hindi zu sprechen. Ich mag es auch sehr, wenn du auf mich hörst. Und deinen Befehlen werde ich Folge leisten. Weißt du, Königin Shoda, unser Hochzeitstag steht bevor. Ich werde dafür sorgen, dass ganz Agra auf das Prächtigste geschmückt ist. Und ich möchte, dass du ganz nah bei mir bist. Wie meine junge Braut, auch wenn wir schon so viele Jahre verheiratet sind. Du bist immer noch genauso schön wie damals, Königin Shoda. Kann es sein, dass du etwas von schwarzer Magie verstehst? Nein, schwarze Magie habe ich nicht gelernt. Aber ich habe Vorahnungen und jetzt ahne ich gerade, dass ihr mich nicht ganz ernst nehmt. Ich nehme dich vollkommen ernst, Königin Shoda. In diesen ganzen Jahren hast du dich nicht verändert. Ja, das kann vielleicht sein, aber ihr habt euch dagegen sehr verändert. Inwiefern? Früher wart ihr ein sehr praktischer Mensch. Jetzt lasst ihr euch von Gefühlen überwältigen. Daran bist du schuld, Königin Shoda. Bleib bitte immer so, wie du bist. Komm her zu mir, wie du es früher getan hast. Komm her. Majestät! Königin Shoda! Meine Lippen sind verbrannt. Was sagt ihr da? Bitte vergebt mir, Majestät! Schnell, schnell, es ist ernst! Du
Du magst über mich herrschen, aber ich weiß genau, wie ich dich besiegen kann, Königin Joda. Ihr spielt Theater. In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. Ich muss mir doch überlegen, was ich tun kann, um meiner Frau meine große Liebe zu zeigen. Majestät, bitte ändert euch nie. Nur eure Wut, die macht mir manchmal Angst. Und meine Liebe zu dir? Die gibt Seelenfrieden. Dann sorge ich dafür, dass du deinen Seelenfrieden nicht verlierst. Ich verspreche dir, dass meine Liebe zu dir nie verliert.